Wird an den Fußballstammtischen in der Ruhrmetropole über Rot-Weiß-Essen diskutiert und dabei an die Westkurve erinnert, dann fallen mit Sicherheit drei Namen. Lothar Dohr, Sirenenwilli und Moses. Drei Essener Urgesteine, die für den SC Rot-Weiß einfach durchs Feuer gingen. Lothar war für die Fans der Einpeitscher aus der Westkurve, wo der 130 Kilo schwere Koloss seinen ganz speziellen Platz hatte. Dort wartete er auf den berühmten Zuruf: Lothar, wir bitten dich, hallte es dann durch die Kurve und Lothars Show begann. Er kletterte auf eine Stange und fragte mit sonorer Stimme: Willi Lippens wusste damals ganz genau, wie wertvoll Lothar Dohr für den Club war. Also Lothar war einer der ersten in Deutschland, der vor den Leuten gestanden hat und sie immer wieder aufgefordert hat, mit einzustimmen, Schlachtgesänge anzustimmen etc. Und wie gesagt, das mit dem Schreck vom Niederrhein, das war ganz bekannt. Und wie gesagt, das waren dann, alle sind sofort drauf angesprungen. Und er hat natürlich die Stimmung aufgeheizt im Stadion. War ganz wichtig, der Mann für uns. Ja, wenn mal ein bisschen Ruhe eingekehrt war im Stadion, dass die Fans werden ja auch mal müde zwischendurch. Und dann hat er sie wieder aufgefordert und dann ging es wieder los. Und so war ständig Stimmung im Laden, nicht wahr?